Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. In einer Reisegruppe mit 30 Jugendlichen sprechen 16 Französisch. 60% der Teilnehmer sind weiblich und 6 Mädchen sprechen Französisch. Frage A: Wie viele Jungen sprechen Französisch? Frage B: Eins der Mädchen wird zur Sprecherin der Gruppe gewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit spricht sie Französisch? Wir werden diese Aufgabe anhand einer Vierfeldertafel lösen. In der Reisegruppe sind insgesamt 30 Jugendliche, also tragen wir hier diese 30 ein. Wir wissen, dass 16 Französisch sprechen, also Französischsprachige gibt's insgesamt 16, deshalb tragen wir hier 16 ein. Und somit wissen wir automatisch, dass hier die 14 hingehört. Wir wissen auch noch, dass 60% der Teilnehmer weiblich sind. Und 60% von 30 wird so berechnet: 60 pro Cent von 30. Das macht 18. Also 18 Teilnehmer sind weiblich. Deshalb Mädchen gibt's insgesamt 18. Also gibt es auch noch 12 Jungen. Wir wissen, dass 6 Mädchen Französisch sprechen. Also französischsprachig Mädchen. Hier tragen wir 6 ein. Also gibt es auch noch 10 Jungen, die Französisch sprechen. In dieses Feld gehört selbstverständlich die 12 und in dieses Feld gehört die 2. Jetzt können wir diese zwei Fragen sehr einfach beantworten. Wie viele Jungen sprechen Französisch? Das lesen wir hier einfach ab. Es sind 10. Die zweite Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit spricht die Sprecherin Französisch? Wir suchen also die bedingte Wahrscheinlichkeit von Französisch, wenn Mädchen. Dazu brauchen wir aber keine großen Formeln. Denn wir wissen, insgesamt gibt es 18 Mädchen und 6 davon sprechen Französisch. Die gefragte Wahrscheinlichkeit beträgt also 6/18. So, und diesen Bruch kann man auch kürzen. Die gefragte Wahrscheinlichkeit beträgt ein Drittel und die Aufgabe ist schon beendet.